Nein. Oh. Nein, das mache ich nicht. Mit Geld spielt man nicht. Nein. Verkaufe Toolbox, verkaufe Toolbox. Ja. Wir können in den Supermarkt rechts trotzdem gehen. Ich weiß gar nicht, ob Toolbox auch das spawnt. Toolbox spawnt nicht im Supermarkt. Naja. Habe ich noch nicht erlebt. Nee. Ja, lass erst mal Factory jetzt machen. Ja, ja. Ich will mal schnell im Bauernhof. Schnell im Bahnhof gucken. Im Bauernhof. Da ist nämlich schon. Da Inka Bause dabei. Inka Bause, Gundula Gause. Inka Bause. Ja, mal ein paar andere Klamotten. Moment. Ethan. Hatte ich schon mal. Was war denn das nochmal? So. Ach, können wir Index craften aus den Klamotten aus den alten? Wir haben keine Schere. So. Jetzt bin ich Ethan. Modisch, ja, doch ziemlich auf dem neuesten Stand, würde ich sagen. Hier ist ein Reifen. Aua. Und hier ist eine Toolbox. Haha. Nice. Jetzt könnten wir eigentlich ja zurück nach Balota, weil da wäre das Auto, ne, mit dem Reifen. Ja, oder den halt mit seinem Engine. Gut. Der war ja jetzt näher, vom Prinzip. Ja, wenn wir eine Engine finden. Ach, ich kann Display-Name Now machen. Ich habe jetzt mal Now gemacht. Mal sehen, ob du jetzt meinen Namen immer noch siehst. Weiß ich natürlich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier in dieser etwas länglicheren Halle. Ja. Oh, ich habe einmal Essen gefunden. Super, genau da, wo ich eigentlich gar nicht vermute. So. In der länglichen, in dieser Backsteinhalle da, ne? Ja, ja, genau. Okay. Wo bist du? Ich würde da hinkommen, wenn dieser scheiß Blechzaun nicht dazwischen wäre. Ja, okay. Du läufst gerade quasi auf mich zu. Wenn du jetzt einen Warlock anhättest, würdest du mich direkt sehen. Ich lauf mal links von dir gerade rum, warte. So. Namen siehst du immer noch. Ich? Ne. Nein, mein nicht? Ne. Dann sieht das nicht mehr. Na gut. Schön, haben wir schon mal eine Toolbox. Das gut zu wissen. Hier ist einmal Painkiller, nehme ich einfach mal mit. Ja. Ach, in den Regalen liegt ja auch Zeug, ich Bob. Und ich in dem Regal war noch was, oder? Munition, glaube ich, eine Pistole. Ich muss mal ganz kurz in die Halle rüber. Muss mal zurück, ich blute. Scheiß Viecher. Naja. So, können wir uns bandagieren? Ich tropfe meinen ganzen Schal voll hier, mein Designerschal, so eine Kacke. Oh. Wo bist du? So eine, in so einer kleinen Werkstatt hier. Okay. Was ist das? Gut. Gehe gerade ab. Ja. Ich muss aufpassen bei den scheiß Viechern, die hauen mich echt während des Gehens um. Die kratzen mich übelst an, die Viecher. Beim Rennen. Heute ist es zu. Wo bist du? Wo soll ich hinkommen? Ich kann es nicht beschreiben. An irgendwelchen kleinen Werkstätten. Ja. Da bist du, ich bin hinter dir. Sieht es ja aus, als wenn du Ballett machst. Wenn du so seitlich läufst. Okay. Ist so eine, naja, geh mal Richtung Feuerwehrwache. Ja, okay. Machen wir das. Was hast denn du jetzt an Teilen außer Reifen? Reifen. Gut. Tank und Motor wäre echt nicht schlecht. Wenn wir sowas noch hätten. Wie viele Reifen hast du? Einen. Ich auch. Gut. Was ist das da hinten? Eine Glasscheibe. Chernarus Chernogorsk. Schön. Ah, das ist immer so schwierig, weißt du, wenn man... Liegt nur an Reifen? Ja, gut, nö. Wenn man nicht auf Autos aus ist, findet man immer übelsten Scheiß und wenn man das braucht, dann ist es weg. So, hier ist nichts, alles leer. Alles empty. Alles empty. Oh, ich sehe die Feuerwehrwache. Bin ja mal gespannt, ob wir Spieler treffen. Was machen wir, wenn wir Spieler sehen? Gleich schießen wir. Töten. Töten. Eliminieren. Ja. Das
Einmal essen. Nice. Sardinen. Oh, ich krieg Durst. Gibt's hier in Tscherno bestimmt, gibt's auch Wasserpumpen, oder? Wo ich meine Flasche wieder auffüllen kann. Hoffe ich. Ich denke, das muss man abkochen. Nee, bei Wasserpumpen nicht, nur wenn du es aus dem See nimmst, oder? So, okay. Weiß ich jetzt. Komm, ist ja nicht irre mich wieder. Ich will es auch nicht. Oh, nee. Aber wir haben ja Antibiotika dabei, das heißt, wir dürfen einmal direkt trinken. Ich habe zwei Antibiotika auch noch gefunden. Ah, siehst du. Ist ja echt keine Seltenheit jetzt hier. Sagt deine Temperatur eigentlich irgendwas? Nö, ne? Nö, alles rot. Gut, alles rot. Alles im roten Bereich, super. Okay. Ach, den alten Debug-Monitor gibt's auch wieder, schön. Ja, nicht. So. Hinten liegt die fette Pumpe. Nehme ich aber nicht, glaube ich. Nö, ich nehme die Bandage mit. Die Pumpe lasse ich mal Pumpe sein. Ich glaube, da wird ein Zombie hoch. Ne, der hat mich jetzt hier gepult. So. Was ist da oben? Was ist? Sag an. Hallo? Hallo? Boom? Achso, Entschuldigung, Mute. Achso. Dieses MRE, was war denn das? Willst du das noch? Ja, das ist diese Fresszeug, Fressalien. Das bringt dir übelst das Blut zurück. Okay. Und natürlich Nahrung. Da kommt ein Zombie hoch. Der läuft zurück. So, danach Supermarkt und Feuerwehrwache, ne? Supermarkt und Kirche mal. So die Standardrouten. Ja. Ach, scheiße. Ich blute. Der Rico blutet alles voll. Mhm. Furchtbar, weil ich bleib ja auch direkt vor dem Zombie stehen und glotze doof in der Weltgeschichte rum. Wollen wir die wundern? Pumpenmoney. Mhm. In Richtung Supermarkt jetzt gegangen? Ich bin hinten raus und erstmal um die Ecke gelaufen. So. Du, ne? Ja. Okay, uns hat natürlich wieder mal ein Vieh gesehen, natürlich. Mich würde mal interessieren, welche Mod am härtesten ist für Zombies. Welche Mod am krassesten ist, also wo die einen sehen und sowas. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Was haben wir hier? Ken Unknown. Kann ich unbekanntes Zeug essen? Na gut. Auch schön. Oh, der Supermarkt sieht übelst leer aus. Ja. Na wohl jetzt. Na gut, es ist vier in den Regalen. Hm. Hast du Bandagen noch, ja, ne? Ja, eine. Willst du eine haben? Ich hab hier vier. Nee, Stück. Hier liegen welche. Achso, gut. Okay. So, dann machen wir das, dann das. Und haben immer noch kein Auto. Ohne Auto, Leute, können wir hier nicht großartig was machen, epochmäßig. Kann ich dann dieses Fernglas hier nicht aufnehmen? Seltsam. Liegt noch Makarov Munition auf dem Tisch? Ich hab mal den Revolver genommen. Haufen Essen, was will ich mit so viel Essen? Auch dreimal Essen jetzt. Hier liegen übelst viele Revolver rum. Revolver. Alter, hier floppt das Essen auf und ist wieder weg, wenn ich mich wegbewege. Das ist Betrug. So. Close back. Ich muss erst alles leer looten, dann kann ich das Fernglas aufnehmen. So ist es. 1, 2. Und das. So. Hier liegt noch trinken. Hier liegt eine Uhr. Eine Uhr habe ich auch schon aufgenommen. Okay. Ja, trinken, nimm unbedingt trinken mit. Ich habe noch gar nichts gefunden an Trinken. Ich habe immer noch meine Feldflasche nur mit. Oh. Okay. Okay. Der Auslegware hier. Da auch noch was drin, habe ich gerade gesehen. Okay.
Hinten in den Regalen ist natürlich Essen. Ah, hier hinten ist Trinken, Gott sei Dank. Na gut, sei Dank, das wäre ja was gewesen. Eins, zwei. Das noch von mir aus, so. Boah, Alter, liegt alles übereinander gestapelt. Das ist ja, als würdest du gerade wirklich einkaufen gehen. Kannst du alles aussuchen aus dem Regal, das ist ein Traum. Wackerhoff. Empty. Der Catpack, brauchst du noch eins? Nö, hab ich gedroppt wieder, weil ich Platz brauchte. Okay. Wie viel Trinken hast du jetzt mittlerweile? Warte mal, ich schau mal nach. Ja. Dreimal habe ich jetzt. Okay, dann nehme ich die beiden mit. Und die eine Feldflasche halt. Hm. Liegt ein Red Bull? Guck mal im Regal. Ey, cool. I like it. Kann man das aufnehmen? Bestimmt, oder? Red Bull! Das steht Red Bull da, das nehme ich mit. Wird doch nicht getrunken, wa? Wird aufgehoben. Nee, das wird aufgehoben. Okay. Geil, Red Bull gefunden. Nice. Toll. So. Trink mal einen Schluck. Wäre zwar noch nicht vonnöten gewesen, aber na gut. Ey, man muss ja echt in den Regalen unten richtig schauen, wa? Mhm. Das ist echt ein Ding. Box of Matches, hatte ich das jetzt? Das war Standard, ne? Ja. Ja. War Standard. Hm. Huch. So, dann können wir zur Kirche von mir aus weiterrücken. Vorrücken. Oh, was liegt denn hier? Größerer Rucksack? Das ist derselbe, den du hast, glaube ich. Der da liegt. So, ich bleib mal ein bisschen in der Ego-Sicht. Das finde ich doch schon ein bisschen geiler hier bei DZ. Ach, du bist schon da. Okay. Komm ich wieder. Ja. Yes. So. Da gucken wir mal. Brauchen wir noch einen Motor? Den werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Smoke-Granate, naja. Hier liegt noch übelst Trinken oben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt liegen lassen soll. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es ja erstmal. Noch ist ja Platz. Das kann man hinterher immer noch aussortieren. Da drin war nichts mehr, ne? Hinten war nichts mehr, ne? Gut. Ich darf die Tür nicht. So. Es wäre ganz angenehm, wenn einer von uns eine Waffe finden würde, weil dann kann der andere die Munition von der jetzigen Waffe aufnehmen. Das wäre sehr gut. Na, deine Blechdose brauchst du ja noch. Was für eine Blechdose brauche ich noch? Na, deine Winnie. Ja, das wäre nicht schlecht, aber die mag ich. Die Schmorki. Bandit-Kamo, ne, brauche ich nicht. Okay. Na gut, dann würdest du dich ein bisschen abheben von der Masse und ich könnte dich vielleicht. Ja, egal. Wir haben ja verbalen Kontakt, da liegt eine Lee. Ja, will ich nicht. Ne, ich eigentlich auch nicht. Wählerisch. Ja. Ach, wir haben mit der Gescheiß drauf, komm. Bandit-Kamo, wie sieht denn das aus? Man kannst du mal wenigstens mal testen. Wo ist meine Maus hier hinten? Bin ich umgezogen? Nee. Nee, irgendwie nicht. Ach, andere Spieler sind zu nah dran. Moment. Andere Spieler dürfen nicht gucken, während man sich hier umzieht. Das geht dann nicht. Ah, jetzt geht's. Ah, finde ich viel geiler, hab ich halt das. Willst du Ethan haben? Nö. Nicht. Dann kann ich mich immer umziehen. Ethan oder. Was ist denn besser, das oder Ethan, was ich vorher anhatte? Ich weiß es nicht. Das Ethan, ich finde das auch ganz hübsch hier, ja, das steht ja auch ganz gut. Ja, ich finde aber Ethan ist irgendwie authentischer, so mit der Situation, in der man sich ja bewegt. Zwecks Überleben und so. Ah, das Spiel an der Nähe. Komm, ich bleib bei Ethan. Ich würde es bloß mal gesehen haben, so. Schön die Umkleidekabine, zack. Das Droppen. Und Attacke. Display, Name, no, immer noch nicht. Der fragt mich ständig. So, wo wollen wir hin? Wir könnten runter mal hier ins Hafengebiet. Vielleicht finden wir da einen Motor oder irgendwas. Na, Vanilla Unicorn oder so wäre da auch nicht schlecht. Was ist ein Vanilla Unicorn? Ach, du spielst zu wenig GTA 5. Ja, wahrscheinlich. Das ist der Stripclub. Ach, richtig, das ist der Stripclub. Das wäre gut, ja. Den Kompass?
Da liegt ein Kompass. Sehr gut. Du hast geschossen, hoffe ich. Ja. Okay. Einen gezielten Schuss über deinen Donald? Zum... Jetzt soll ich mal gucken, was ist ein Donald? Ich kann gerade... Mist, ich kann mir die umziehen.